Ich habe gehört, dass ich nur 10 Minuten Zeit habe, um kommunalpolitische Themen und Punkte anzusprechen, weil ja unsere Bundestagskandidaten hier unter uns sind, Christian Ley und Mirza Edis. Und ich möchte alle herzlich begrüßen, auch die Kolleginnen und Kollegen, Genossen und Genossen von der Gesamtfraktion, aber auch von der Partei, Kreissprecher, alle sehr herzlich begrüßen zu unserer Auftaktveranstaltung. Ich bin froh und dankbar darüber, dass ich wirklich die Gelegenheit finden kann, hier ein paar Worte zu sagen, weil mir fehlt irgendwie auch im Zusammenhang der Wahlen, wird ja sehr viel versprochen, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, viele Plakate hängen, aber was starke Kommunalfinanzen heißt, Investitionen in Schulden, sehe ich auf keinem Plakat. Es ist schade, dass es so ist, weil die etablierten Parteien, CDU, SPD, aber auch die Grünen und die FDP, haben in den letzten Jahren steuerpolitisch und finanzpolitisch gerade die Kommunen, sag ich mal, so gegen die Wand gefahren, dass die Handlungsfähigkeit der Verwaltung in Duisburg stark eingeschränkt ist. Jetzt geht der Herr Oberbürgermeister Sören Link hin und zieht nach 10 Jahren eine Bilanz in Duisburg. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Bilanz, die Sie, die du hier in Duisburg vorzeigst, ist, die Handlungsfähigkeit der Verwaltung in Duisburg ist stark eingeschränkt. Einfachste Verwaltungsaufgaben wie eine Hausmeisterverlängerung kosten die Zeit und Ärger. Die Mitarbeiterinnen sind überlastet und die Bürgerinnen sind frustriert in Duisburg. Das ist die Bilanz, die Sie hier, ich sag mal, vorführen können. Personalmangel ist einer der wichtigsten Dinge. Wir könnten anfangen mit gute Kita, Schule neu denken, Infrastruktur. Wir könnten über Brücken, wir könnten über Armut, das, was die Linke eigentlich in jede Kommune in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Ruhrgebiet fordert, hängt mit starken Kommunalfinanzen, Hilfe vom Bund. Die Bilanz ist so, dass Hunderte von Beschäftigten in Duisburg fehlen. Die Krankheitsquote liegt mittlerweile bei 10% in der Verwaltung. Die Besetzung der unbesetzten Stellen würden 40 bis 50 Millionen im Jahr kosten. Ich spreche da Klartext. Der Finanzminister Scholz hat im letzten Jahr noch versprochen, im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket, dass die Kommunen einfach endlich mal entlastet werden. Alle Dinge sind richtig, aber die Kommunen, ohne Kommune ist kein Land und Bund zu machen. Deswegen sind wir mit unserer Gesamtfraktion, aber auch die Duisburger Linke, seit Jahren mit Anträgen dran, um die Situation Armut zu bekämpfen, um gute Kita, gute Schulen, eine gute Infrastruktur in Duisburg auf den Weg zu bringen. Ja, das kostet Geld. Die etablierten Parteien, die ziehen nicht nur in den Städten, sage ich mal, eine schlechte Bilanz, sondern auf Bundesebene auch. Liebe Duisburgerinnen und Duisburger, die Unterfinanzierung der Stadt ist Ursache des Personalmangels. Heute haben wir eine Situation, die wirklich gar nicht zulässt, dass wir diese Situation in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, ich sage mal, in Ordnung kriegen. Es geht nur um einen ausgeglichenen Haushalt gegenüber der Bezirksregierung und was die Linke seit Jahren fordert mit den Anträgen. I travel the world with my pack and my gun. I've taken in the rain and I've taken in the sun. I've seen deserts and sand dunes, rivers and trees. And I brought native towns down to their knees. I do it for democracy, I do it for the oil. I do it for freedom and a share of the spoils. I do it for hope and I do it for free thought. I do it cause it's what the boardroom wants. I felt empires rise and I toppled them too. Shot men no different to me and to you. And I put an end to peace
and I kick-started a wall. I've taken $1,000 no matter what form. Oh, and I was there when the Tsar heard the curtain call. I flew the plane over Syria as the bombs began to fall. But it was my blood spilled in the field when the battle cries, humanity yields. Like every toy, I'm tied to the game. The war is my ball and the market is my chain. I'm an ever-willing soldier, no longer young and getting older. One of these days I'll be in the road. Dankeschön. Liebe Duisburgerinnen und liebe Duisburger, liebe Passanten, ihr könnt gerne stehen bleiben und hören, was die Linke euch zu sagen hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin Nina Eumann, die Landessprecherin der Linken in NRW und führe uns heute durch das Programm. Wir sind in diesem Bundestagswahlkampf in ganz Deutschland unterwegs und heute hier in dem schönen Duisburg. Denn wir wissen, diese Wahl entscheidet, welche Richtung das Land einschlägt. Und wofür die Linke steht, ist ganz klar. Wir machen das Land sozial- und klimagerecht. Und damit Sie auch alle wissen, was hier und heute auf Sie zukommt, wir starten jetzt mit einem Interview mit Mirse Edis, einem unserer Kandidaten hier in Duisburg. Dann wird Christian Laie, der zweite der Kandidaten für Duisburg, reden. Und so gegen 2 Uhr wird Janine Wissler unsere Spitzenkandidatin sprechen. Und für gute Stimmung zwischen den einzelnen Programmpunkten wird Callum Baird sorgen, den Sie ja eben schon gehört haben. Ja, hallo. Hallo Mirse, herzlich willkommen hier oben bei mir. Du bist seit 1994 im Betriebsrat hier bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann. Und wir wissen, viele von uns bangen auch um ihren Arbeitsplatz. Und hier in Duisburg ist die Arbeitslosenquote in Duisburg krass gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 20% höher als im Vorjahr. Warum ist das so? Und was sagen wir als Linke dazu? Also zunächst einmal recht herzlichen Dank an den Kreisverband, dass Sie das hier so toll organisiert haben. Ich bin seit 1988 bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann und seit 1994 ununterbrochen im Betriebsrat. Und natürlich haben wir in den letzten 27, 28 Jahren auch diesen Strukturwandel in Duisburg erleben müssen, dass immer mehr Arbeitsplätze im Stahlbereich abgebaut worden sind, dass wir 1990 die Schließung von Rheinhausen Krupp hatten. Das hat auch nochmal dazu geführt, dass wir ungefähr 3.500 bis 4.000 Arbeitsplätze dort verloren haben. Und wir stellen auch seit ungefähr 30 Jahren fest, dass es hier in Duisburg vor allen Dingen eine sehr starke Politikverdrossenheit gibt, wo die Leute eigentlich auch nicht mehr bereit sind, irgendwie zu Wahlen zu gehen. Und du kannst niemanden draußen erklären, warum wir in Duisburg so eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben, wenn wir mit unserem Landeshauptstadt hier benachbart sind. Flughafen ist hier 15 Minuten nur entfernt. Wir haben hier eine ICE-Verbindung, wir haben den größten Binnenhafen Europas in Duisburg. Und dann
sagt man sich, wieso ist die Arbeitslosigkeit in Duisburg so hoch? Und es ist offensichtlich, dass die große Politik hier in Duisburg versagt hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, wenn wir einen so tollen Standort haben mit dem Rhein, was wir haben, mit Ruhr, was wir haben, dem großen Schienennetz, was wir hier in Duisburg haben. Und dann haben wir den zweitgrößten Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen. Das ist nur ein Verschulden der großen Parteien, die wir in Duisburg haben, die versäumt haben, hier Arbeitsplätze nach Duisburg zu holen. Vielen Dank, Mirse. Das ist gleichzeitig auch ein Aufruf hier an alle Duisburgerinnen und Duisburger. Geht wählen, lasst euch eure Stimme nicht nehmen. Warte, vielleicht nochmal wirklich zwei Sätze. Ich bin seit heute Morgen nochmal teilweise in Hochfeld unterwegs und wir haben versucht, die Menschen anzusprechen, ob sie denn zu den Bundestagswahlen gehen werden. Und immer wieder haben wir mitgekriegt, und das ist das, was die Leute uns gesagt haben, dass sich überhaupt nichts ändert, wenn sie zu Wahlen gehen, und dass es immer wieder schlimmer wird. Und das ist etwas, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir anpacken müssen. Wir müssen auf die Straße, wir müssen mit den Menschen sprechen und wir müssen die dazu bewegen, endlich mal wieder zu wählen, aber die richtigen Parteien zu wählen und nicht immer wieder diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt gerade in diesem Zustand sind, wo wir jetzt gerade sind. Mirse, in Duisburg leben Menschen aus 160 Nationen, darunter viele aus Südosteuropa. Du stehst, das hast du eben schon gesagt, für soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe für alle Migrantinnen und Migranten. Wie sieht das hier vor Ort aus? Also hier sieht es momentan so aus, dass wir über 160 verschiedene Nationalitäten in Duisburg haben. Und ich finde, das ist gut so. Und das ist eine Bereicherung auch für Duisburg. Und wenn man das auf prozentuale Weise umsetzt, ist es halt auch so, dass wir eigentlich mit dieser Situation umgehen können. Duisburg war schon immer aufgrund von seiner Kohlebergbau und mit Stahlproduktion seit über 100 Jahren eine Stadt für Menschen, die hier emigrieren wollten. Und wir haben wieder mal hier so eins geschafft, und das ist, glaube ich, typisch für Duisburg, dass in den letzten 35 Jahren Integration hier vernachlässigt worden ist. Es sind nicht die Menschen schuld, die hier hingekommen sind, sondern es ist hier die Stadtspitze schuld, die eigentlich versäumt hat, so gesehen, Gelder aus dem Land, vom Bund oder von der EU zu nehmen, damit wir diese Menschen besser in Duisburg integrieren. Und ich will einfach eins sagen, ohne negativ rüberkommen zu wollen, wenn wir diese Zuwanderung in Duisburg nicht hätten, hätten wir auch viele Beschäftigungsarten, die hier zurzeit ausgeübt worden werden, nicht mehr weitergemacht. Also gucken wir uns doch mal in den Krankenhäusern um. Wer sind denn die Krankenpfleger? Wer macht denn die Krankenhäuser sauber? Ich bin bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann. Wer macht denn die dreckigsten Arbeiten? Gehen wir doch mal rüber zu Deutsche Paketdienst. Gucken wir doch mal, wer macht denn die Arbeiten? Ist denn überhaupt einer von uns noch in der Lage oder bereit, diese Tätigkeiten auszuüben? Und deshalb kann ich überhaupt nicht verstehen, dass die Immigration, die Migration hier in Duisburg so negativ dargestellt wird. Und zum einen und zum anderen haben wir leider Gottes einen Oberbürgermeister, der Menschen aus Südosteuropa hier mit seinen Aussagen diskriminiert. Diesen Eindruck gibt er dieser Bevölkerung, und das haben wir letztens auch in seinem Zeitungsinterview auch nochmal gesehen. Und er muss aufgrund unserer geschichtlichen Herkunft, also wir haben ja gesehen, dass im Zweiten Weltkrieg sind nicht nur die Juden in den KZ-Lagern reingekommen, sondern auch Menschen, die Sinti und Romas waren, sind in KZ gekommen. Und unser Oberbürgermeister muss aufhören, diese Menschen negativ darzustellen. Wir haben auch aus der Geschichte eine sehr große Verantwortung gegenüber dieser Bevölkerung, und das dürfen wir, liebe Freundinnen und Freunde, nicht zulassen. Vielen Dank, Mirse. Ich kann dir nur zustimmen, ganz abgesehen von der kulturellen Vielfalt, von der wir natürlich auch nutzen hier, auch in Duisburg, vor allem in Duisburg. Ich komme aus Bühlheim, da sieht es genauso aus. Mirse, wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Krise, und viele reden über das Gesundheitssystem. Es gibt die wunderbarsten Vorstellungen. Seit einigen Jahren haben wir unser Gesundheitssystem auf profitorientiert umgemünzt, und wir stellen jetzt fest in der Corona-Pandemie, unser Gesundheitssystem ist nicht krisenfest.
Und die ganzen erschöpften Pflegekräfte, zumeist Frauen, die können sich von dem Applaus ja jetzt leider nichts kaufen. Was schlägst du vor, was schlägt die Linke vor? Also wir müssen natürlich wieder gucken, dass die Krankenhäuser in kommunaler Hand reinkommen. Es kann nicht angehen, dass es hier immer mehr privatisiert wird, immer mehr privatisiert wird. Das beste Beispiel ist hier mit unserer städtischen Klinikum passiert. Noch vor einigen Jahren hat hier die Mehrheit in Duisburg so gesehen seinen Mehrheitsanteil an Sana Klinikum weiterverkauft und Anfang des Jahres standen dann so gesehen SPD- und CDU-Politiker vor diesem Sana-Krankenhaus und haben laut geschrien, dass es nicht angehen, dass Menschen dort aus den Krankenhäusern betriebsbedingt gekündigt werden sollen. Erst stimmen sie der Privatisierung zu und am Ende gehen sie dann auf die Straße scheinheilig und sagen, tun dann so, als ob sie gegen die betriebsbedingte Kündigung wären. Das hätten sie eigentlich damit tun können, indem sie es nicht privatisiert hätten. Und wir haben auch natürlich in der Corona-Krise festgestellt, dass gerade alleinstehende Mütter mit ihren Kindern im Stich gelassen worden sind, wo sie nicht mehr wussten, wo die Kinder untergebracht werden. Und es gibt auch von den Gewerkschaften eine Statistik, dass je mehr prekärer eine Beschäftigung war, desto höher auch die Menschen, der Anteil der Menschen, die unter diesen Corona-Bedingungen gelitten haben. Und wir müssen natürlich auch eins feststellen, gerade Frauen sind in meisten Fällen in prekärer Beschäftigungsarten auf 400 € Jobbasis beschäftigt gewesen. Und die sind von heute auf morgen weggefallen. Und sie standen dann von heute auf morgen mit 0 Cent in der Tasche und auf der Straße. Und es hat sich keiner um diese Menschen gekümmert. Wir haben hier die Weselerstraße in Duisburg, wir haben die Wannermerstraße in Duisburg, wir haben dort so gesehen Brautmeilen. Die mussten schließen, Hochzeitssäle mussten schließen, Goldgeschäfte mussten schließen. Am Ende ist es so, dass die kurz alle vor Insolvenz waren. Einige haben auch Insolvenz melden müssen, weil die Kommune die so gesehen auch im Stich gelassen hat. Und im Großen und Ganzen haben die Millionäre von der Corona-Krise profitiert. Und der kleine Bürger, der Mittelständler und der Friseurladen, die haben darunter gelitten. Und man kann jetzt nicht sich hinstellen und sagen, als SPD oder CDU, das war ein Erfolg, was wir gemacht haben. Nein, der kleine Mann und die Mehrheit dieser Bevölkerung hat eigentlich mit dieser Politik gelitten und das war nicht richtig gewesen. Ohne arrogant rüberzukommen, dass ich als Betriebsrat bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann, wo ich auch der zweite stellvertretende Betriebsratsvorsitzender bin, genau weiß, wovon ich rede, wenn wir uns über Klimawandel und Klimaschutz unterhalten. Wir produzieren hier in Duisburg 2% von CO2, was eigentlich bundesweit produziert wird. Und wir sind hier in Duisburg größter Stahlstandort Europas. Und ich sage als Betriebsrat natürlich, nicht nur als linker Politiker, es muss auch so bleiben, dass wir weiterhin der größte Stahlstandort Europas bleiben. Auf der anderen Seite kommt natürlich dieser ganze Klimawandel und wir müssen unseren CO2 reduzieren. Und wir müssen gucken, dass wir grünen Stahl mit Wasserstofftechnologie oder mit erneuerbaren Energien produzieren. Das ist aber nicht so einfach. Also das heißt, der Stahlindustrie geht es momentan nicht gut und die Stahlindustrie ist darauf hingewiesen, dass wir Gelder vom Land und Bund bekommen. Also das heißt, pro Million Tonne brauchen wir ungefähr 1 Milliarde Euro Investition, damit am Ende ein grüner Stahl rauskommt. Das heißt, bei 11 Millionen Tonnen, was wir in Duisburg produzieren, brauchen wir schnellstmöglich morgen schon eigentlich diese 11 Milliarden Euro, damit wir hier grünen Stahl produzieren, damit auch die Zukunft unserer Kinder so gesehen gesichert ist und die ganzen Arbeitsplätze, die wir hier haben, gesichert werden. Natürlich wird es das eine oder andere geben, dass wir auch so gesehen bestimmte Bereiche wie Kokereien und so schließen. Aber das beste Beispiel haben wir, glaube ich, auf der Gelände von Hüttenwerke Krupp-Mannesmann gemacht, dass wir ein Wasserstofftechnologiezentrum jetzt dorthin bekommen, wo mit Universitäten und mit sehr vielen anderen Unternehmen darüber geforscht wird, welche neuen Berufe man dort erstellen kann, welche Studiengänge dort gemacht werden können. Und ich denke, wir brauchen dringend diese ganzen Investitionen vom Land, Bund,
wo wir dann so gesehen diese Investition auch in grünen Stahl investieren. Und damit hätten wir eigentlich längerfristig den Stahlstandort Europa oder den größten Stahlstandort Europas gesichert und damit auch die gut bezahlten Jobs, die wir hier haben. Ich habe mich eben mit einem unterhalten, der gesagt hat, ich wechsle Reifen und der bekommt noch nicht mal den Mindestlohn. Und das ist ein Armutszeugnis für Duisburg, dass wir weiterhin uns darüber unterhalten, dass unter scheinheiligen Argumenten den Menschen noch nicht mal ein Mindestlohn gegönnt wird. Ja, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, es ist kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich wahr. Und alle erfahren es ja auch. Die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auf. Und das auch noch während dieser Corona-Krise. Während die einen immer ärmer werden, werden die anderen immer reicher. 2020 gab es in Deutschland 69.000 neue Millionäre. 69.000. Während der Corona-Krise, wo viele von uns nicht wissen, ob sie morgen noch einen Job haben und gerade mit dem Kurzarbeitergeld so über die Runden gekommen sind. 69.000. Also Geld ist offensichtlich genug da. Was sind unsere Vorschläge? Wie wollen wir diesen Reichtum, den es ja gibt, verteilen, damit er allen zugutekommt und nicht nur einer kleinen Minderheit? Also zunächst einmal hast du es ja selber gesagt, dass es weiterhin noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die durch die Corona-Krise vor allem viel Geld verdient haben. Wir haben Millionäre. Wir müssen natürlich diese Millionäre, die da sind, auch anders besteuern als der kleine mittelständische Mann. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte und denen sage, hör mal, oder versuche für die Linke zu überzeugen, da gibt es einen Millionär, der liest sich ein Porsche Cayenne für 3.000 Euro monatlich, was er bezahlt. Dann verbraucht das Ding ungefähr 20 bis 30 Liter pro 100 Kilometer, kauft sich einen Boss-Anzug für 5.000 Euro, kauft sich einen Armani-Anzug für 10.000 Euro und all das kann er von den Steuern absetzen. Aber auf der anderen Seite sagen wir brauchen 100 Euro oder 200 Euro Rentenerhöhung für die Rentner, dann wird hier von den großen Parteien gesagt, nee, wollt ihr eigentlich das Land ruinieren. Aber die Millionäre können ihre Luxusautos, ihre Luxusanzüge so gesehen von den Steuern komplett absetzen und der kleine Mann kriegt davon nichts und das geht nicht. Und das ist schon richtig, wie die Linke das eigentlich dargestellt hat, dass es Einkommensgrenzen gibt, also dass über 70.000 Euro so und so viel Prozent man Steuern zahlen muss, ab 250.000 so und so viel, ab 500.000 so und so viel. Und wer hier eine Solidargemeinschaft weiterhin in Deutschland will, muss auch solidarisch sein und dementsprechend auch das Geld, was sie haben, auch mit dem kleinen Mann teilen. Ansonsten können wir nicht mehr über diese Solidargemeinschaft diskutieren. Und es hieß ja immer auch, das ist so in den 70er, 80er Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, war es eigentlich immer auch in der Politikunterricht so das Thema, dass der Jüngere für den Älteren in Deutschland da ist, dass der Reiche für den Armen da ist und dass der Gesunde so gesehen für den Kranken arbeiten geht. Und wir brauchen wieder so eine Gesellschaft, wo wir alle zusammenhalten und der Reiche endlich mal wieder sein Geld locker macht, damit wir hier weiterhin eine Solidargemeinschaft bleiben. Und liebe Duisburgerinnen und Duisburger, lassen Sie sich nicht täuschen von diesen ganzen Talkshows. Es gibt Ausrechnungen, welche Partei diesem Staat am meisten Geld bringt nach dem Steuerkonzept der Partei. Und da ist die Linke ganz weit vorne. Und welche Partei ist ganz weit hinten? Die FDP, die kostet uns nämlich mehr, als sie uns bringt. Mirse, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Die letzte Frage, stell dir vor, es ist der 26.09. und du bist im Bundestag. Was wirst du als erstes für Duisburg machen? Es wäre natürlich, also ich meine, das Erste, es gibt das Erste, das Zweite und das Dritte. Ich will mal vielleicht mit dem Ersten beginnen. Ich habe das, glaube ich, eben auch in meiner Rede gesagt. Wir brauchen dringend diese Investition für die Transformation in der Stahlindustrie. Wir müssen grünen Stahl produzieren, damit wir auch in Duisburg weiterhin Zukunft haben.
Aber gleichzeitig müssen wir uns auch dabei Gedanken machen, wie wir so gesehen diese Stahlunternehmen vergesellschaftlichen. Das heißt, dass es nicht nur Aktionären und irgendwelchen Vorständen gehört, die dann so gesehen die Dividende sich in die eigenen Taschen reintun, sondern diese Gelder müssen eigentlich in die Unternehmen weiter und an die Mitarbeiter weiterfließen. Das ist das eine. Das andere ist, das zweitwichtigste für mich ist halt, dass wir ein Zuwanderungsland sind, hier sind die Menschen willkommen. So, das heißt, wir müssen sofort die Kommunen unter die Arme greifen, damit die Integration hier bestmöglich so gesehen vonstatten geht. Und das Dritte ist, mit diesen Integrationsmaßnahmen, denke ich, werden wir auch schnellstmöglich hinbekommen, dass die Rechten, dass die Rassisten, die hier versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, auch mal leise werden. Und das sind so die drei Themen, die ich eigentlich so gesehen in meinen Augen habe. Nochmal aufgezählt, Transformation in der Stahlindustrie, die Integration der Menschen, die hier in Duisburg leben und Bekämpfung von Rassismus. Vielen Dank, Mirse. Wir freuen uns drauf. Und jetzt machen wir weiter mit Callum Barrett. Hallo nochmal, Duisburg. Dieses Lied ist gegen Faschismus. Knuckle draggers, all angry and white. And when you march together, you show us all your pride. You say this nation is great and you'll never be a slave. But beneath your brash hostility, you're so damn naive. There's a crisis in housing and a crisis in health, but you ignore those parasites living in their palaces of wealth. You blame Asians, Europeans, Africans and Jews, anyone else who's more vulnerable than you. And you read it from Murdoch and in the Daily Mail, if you don't support the troops, you should be thrown in the jail. And God save the Queen and her fascist regime. And when it comes to bombing foreign kids, the fascists are far too keen. Just because you wear a suit squared up with a stars and stripes tie, that don't mean that your words are any less of a lie. You belong in the dustbin of history, and you're nothing but the bourgeois resistance. Fascists will never get any respect from me, for this is a voice that should never speak free.
sir. Thanks. Mich. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Christian Laie. Christian ist Direktkandidat auch hier in Duisburg. Christian ist gemeinsam mit mir Landessprecher der Linken in NRW. Und was macht Christian sonst so? Naja, im Moment kämpft er und auch eigentlich schon die ganze Zeit für einen Politikwechsel auf Bundesebene. Und was das hier in Duisburg bedeutet und was das für uns bedeutet, das wird er jetzt darlegen. Christian, die Bühne ist deiner. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, das ist ja ein etwas seltsamer Wahlkampf, den man in diesem Jahr hier bestreitet. Da geht eine Ära zu Ende, die Ära Merkel, 16 Jahre. Die einen sagen, es ist gut gelaufen, wir sagen, da ist ganz viel schief gelaufen. Und dann plätschert dieser Wahlkampf so vor sich hin. Ich glaube, es war selten so offen, wie eine Wahl ausgehen wird und wer der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin sein wird. Und gleichzeitig kann ich mich an keinen Wahlkampf erinnern, wo die Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten derartig unbeliebt in der Bevölkerung waren und so wenige Menschen von sich und ihren Programmen überzeugt haben. Da haben wir Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock. Und da ist der Name Programm. Man hat immer das Gefühl, das ist eine sehr ambitionierte Klassensprecherin, die dann Schulsprecherin werden will. Und man hat immer so ein bisschen den Verdacht, sie wird immer nur für die reichen Kinder sprechen. Und dann ist daneben Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der versucht in seiner ganzen, ja man muss fast schon sagen, Wurstigkeit, sich ins Kanzleramt zu onkeln. Und daneben steigt dann Olaf Scholz in den Umfragen nach oben. Und das, was er vor allen Dingen anzubieten hat, ist, er ist nicht Armin Laschet und er ist nicht Annalena Charlotte Baerbock. Und das treibt ihn in den Umfragen nach oben. So, und genau in diesem Stil plätschert dann der Wahlkampf auch inhaltlich vor sich hin. Da geht es dann um Plagiate und es geht um Lebensläufe und es geht um den falschen Lacher an der falschen Stelle. Aber es geht nicht um Inhalte und darum müsste es eigentlich gehen. Es gibt so vieles, was wir politisch im Moment besprechen müssen in unserer Gesellschaft. Und darüber wird nicht geredet und darüber wird viel zu wenig geredet. Und deswegen bin ich so froh, dass wir als Linke heute hier in Duisburg sind, in der Innenstadt, um über diese Sachen zu sprechen. Und vor mir und nach mir werden noch ganz viele Leute wichtige Sachen sagen. Aber eine Sache, über die ich reden möchte, ist ein Thema, was im Wahlkampf ganz selten vorkommt. Und dieses Thema, das ganz selten vorkommt, ist ein Konflikt. Und das ist ein Konflikt in unserer Gesellschaft. Und dieser Konflikt ist der Konflikt zwischen oben und unten. Und ich möchte Ihnen das mal am Beispiel von Duisburger Schulen erklären. In Duisburger Schulen werden notwendige Reparaturen, Instandhaltungsinvestitionen nicht getätigt. Also da geht es nicht darum, dass man eine Wand rot streicht und eigentlich sollte die grün sein, darum geht es nicht. Es geht um notwendige Instandhaltungsinvestitionen, um das Dach geht es und um die Regenrinne und um die Fenster, damit die aufgehen und um die Schulklos. Und das wird einfach nicht gemacht. Etwa 500 Millionen Euro nur in den Schulen von Duisburg werden an Reparaturen nicht erledigt. 500 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Und obendrauf, da fehlt es auch noch an Schulgebäuden. Wussten Sie, dass in Duisburg 100 Container rumstehen, in denen Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden? Baucontainer, 100 Container in Duisburg sind dafür da, dass Schüler da drin sitzen, entweder wenn die Sonne drauf knallt oder wenn es draußen kalt ist. 100 Container, das darf doch wohl nicht wahr sein. So, und was hat diese katastrophale Situation an den Schulen von Duisburg mit dem Oben-Unten-Konflikt zu tun, über den ich sprechen möchte? Ganz einfach. Die Reparatur
von unseren Schulen, die wird nicht deswegen verschlafen, weil die Leute in der Kommune alle dumm sind oder weil denen die Schulen egal sind. Sondern es gibt ein Kernproblem. Die Stadt hat kein Geld. Und das ist in Duisburg ganz besonders schlimm, aber es ist auch woanders in Nordrhein-Westfalen schlimm und es ist insbesondere im Ruhrgebiet ein Problem. Und das ist ja so der Moment, wo man ein bisschen stutzig werden müsste. Warum zum Teufel ist in einem der reichsten Länder der Erde kein Geld da, um unsere Schulen zu reparieren? Das ist ja wohl was Notwendiges. Und da kommen wir jetzt zum Oben-Unten-Konflikt. Die Antwort ist nämlich, weil die da oben sich aus der Finanzierung der Schulen rausgezogen haben und aus der Finanzierung von Krankenhäusern und aus der Finanzierung von eigentlich allem. Weil die da oben zahlen kaum noch Steuern, liebe Freundinnen und Freunde, und da möchten wir ran. So, und das Ganze ist ein Problem. Und ich möchte auch mal erklären, warum das ein Problem ist, und das sieht man dann, wenn man sich mal ein paar Zahlen vor Augen führt. Und ich möchte sie damit nicht zuschmeißen, aber einige von diesen Zahlen sind ganz interessant. 45 Familienclans in Deutschland, 45 Oligarchenfamilien besitzen so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung. Das müssen Sie sich mal bildlich vorstellen. Wenn jede dieser Familien einen Vertreter schickt, dann passen die in einen Bus, in einen kleinen Bus. Da muss keiner stehen, da hat jeder einen Sitzplatz. Und diese 45 Vertreter von Familien haben so viel Vermögen wie 40 Millionen Menschen in Deutschland. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist doch grotesk, das ist falsch und das macht jede Gesellschaft kaputt, wenn das so ungerecht organisiert ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und da wollen wir als Linke ran. So, und dann wurde uns jahrelang erzählt, dass dieser absurde Reichtum etwas mit Leistung zu tun hat. Sie kennen die Geschichten, ne? Das hat was mit Leistung zu tun. Derjenige, der nach oben kommt, der hat was geleistet. Und derjenige, der nicht nach oben kommt, der hat eben nichts geleistet. Und das sei dann eben die Gerechtigkeit dahinter. Und da sagen wir ganz klar, Pustekuchen. So, in der Corona-Krise, um sich das mal vor Augen zu führen, an einem aktuellen Beispiel. In der Corona-Krise mussten in Duisburg so viele Menschen gucken, wie sie über die Runden kommen. Insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen haben Einkommen verloren. Die haben ihre Jobs verloren. Die sind in Kurzarbeit gelandet. Solo-Selbstständige wurden von der Landes- und von der Bundesregierung im Regen stehen gelassen. Die mussten gucken, wie sie über die Runden kommen. Und gleichzeitig, in der gleichen Zeit, sind in der Corona-Krise die Milliardäre um 100 Milliarden Euro reicher geworden. Also auf das krasse Vermögen, was die sowieso schon hatten, sind in der Krise 100 Milliarden Euro obendrauf gekommen. Und damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, nur die Aldi-Erben haben 5 Milliarden Euro obendrauf bekommen. Also die waren vorher schon stinkereich, ja, aber die haben in der Corona-Krise 5 Milliarden Euro obendrauf gekriegt. 5 Milliarden Euro, wenn man das mal vor diesem Leistungsgedanken in ein Verhältnis setzt. Eine Kassiererin bei Aldi müsste dafür 180.000 Jahre lang arbeiten. 180.000 Jahre, die hätte in der Steinzeit anfangen müssen und dann jeden Cent sparen, dann hätte die 5 Milliarden Euro gehabt. Das hat doch nichts mit Leistung zu tun, liebe Freundinnen und Freunde. Da werden Leute reich durch die Arbeit anderer Menschen. Und früher hat man sowas mal Ausbeutung gesagt. Und ehrlich gesagt, liebe Freundinnen und Freunde, so müssen wir das heute auch nennen, damit man sich zumindest sprachlich dagegen zur Wehr setzen kann. So, und trotzdem zahlen die kaum noch Steuern. Wenn wir sagen, die Reichen sollen zahlen, dann meinen wir nicht den Zahnarzt und dann meinen wir nicht den Rechtsanwalt. Wir meinen eine dünne Schicht von Menschen, die so viel Geld haben, dass die gar nicht mehr arbeiten müssen. Die werden reicher, weil sie Geld haben. Um diese Schicht geht es. So, und die beteiligen sich kaum noch am Gemeinwesen, an dem, was wir alle brauchen. 80% des Steueraufkommens. Das sind Lohn- und Verbrauchsteuer, das sind Steuern, die Sie und ich zahlen. Da sind die überhaupt nicht dran beteiligt. So, und warum zahlen die nicht, warum zahlen die eigentlich keine Steuern? Jetzt
zitiere ich mal die Konkurrenz. Frank-Walter Steinmeier stand 2014 vor dem Arbeitgebertag. Da stand er so vor den ganzen Industriekapitänen. Ich spreche heute zu Ihnen. Der sprach damals zu den ganzen Managern und Industriekapitänen. Und dann stand er da vorne und hat um Beifall heischend gesagt, wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann waren die relevanten Steuersenkungen in Höhe von 60 Milliarden Euro immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik. Und wir erinnern uns in gerechter Weise zurück. Wir erinnern uns daran, dass diesen reichen Menschen die Steuern geschenkt wurden. Die hatten Verbündete in der Politik, die hatten Komplizen. Und das ist falsch. Und da wollen wir ran, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum geht es auch in dieser Bundestagswahl. So, das waren damals die SPD und die Grünen und dann war das die CDU und dann war das die FDP und im Prinzip haben die sich alle in den unterschiedlichen Regierungskonstellationen zusammengerauft, um dort eine Politik zu machen, die am Ende das Portemonnaie der sehr reichen Menschen füllt. Ich stand gestern in Duisburg-Walsum auf dem Marktplatz und da war eine 95-jährige Duisburgerin, mit der habe ich mich unterhalten und die sagte irgendwann zu mir, wissen Sie was, Herr Leih, die Bonzen machen doch eh, was sie wollen. Und da konnte ich nichts anderes sagen, außer zustimmen. Und jetzt, um nochmal auf diesen Oben-Unten-Konflikt zurückzukommen, im Klartext, weil die Bonzen Komplizen hatten in der Politik, zahlen sie heute kaum noch Steuern und unsere Kinder gehen in kaputte Schulen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist ungerecht und das ist falsch. Und deswegen stehen wir heute hier, weil wir über diese Sache reden möchten. So, und da wollen wir als Linke ran. Wir wollen an diese großen Vermögen ran. Und da haben wir ein Steuerkonzept gemacht. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine Vermögensabgabe, wir wollen eine Vermögenssteuer, wir wollen eine Erbschaftssteuer. Auch bei großen Erbschaften, da geht es gar nicht um Ihr Häuschen, bei großen Erbschaften werden kaum noch Steuern gezahlt. Und das sind doch keine Almosen, die wir als Linke fordern. Wir fordern doch keine Almosen, weil Armut nicht schön ist. Armut ist vor allen Dingen ungerecht und deswegen fordern wir das zurück, was rechtmäßig uns gehört und was die uns weggenommen haben. So geht soziale Gerechtigkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und dann warnt der Söder, jetzt gestern war das oder vorgestern, warnt der Söder von der CSU vor einer Beteiligung der Linken an der nächsten Bundesregierung, weil die Linken die Steuern erhöhen wollen. Das hat er gesagt und die FDP warnt auch davor. Ich meine, die haben sogar ein Plakat gedruckt, wo drauf steht, Steuererhöhung geht gar nicht oder irgendwie so. So, und jetzt verrate ich Ihnen mal was. Da gibt es nämlich einen Witz an der Geschichte, weil die waren ja immer vor der Regierungsbeteiligung der Linken. Die wollen ja auf gar keinen Fall, dass die Linken mit reingehen. Eigentlich ist ihnen auch egal, wer in die Regierung geht, aber die Linken auf gar keinen Fall. Da sind die sehr pingelig. Die Linken bitte nicht in die Regierung, weil die erhöhen die Steuern. Und jetzt gibt es einen Witz an der Geschichte. Weil ihre Steuern, die erhöhen wir gar nicht, die senken wir. Wir sind eine Steuersenkungspartei. Wir sind ihre Steuersenkungspartei. Wir haben ein Steuerkonzept vorgelegt und ihre Steuern, so wie sie heute hier auf dem Platz stehen, die wollen wir senken und zwar mehr als jede andere Partei, die im Moment hier auf der Straße steht. Ihre Steuern wollen wir senken. Bis 1200 Euro, sagen wir, wollen wir gar keine Steuern. So kleine Einkommen wollen wir gar nicht besteuern. Und dann geht das los. Von 1500 bis 1300 Euro, da fängt das richtig an, dass wir die Steuern senken wollen für solche Einkommen. Bis 6300 Euro als Single, das muss man ja erstmal verdienen. Wer von uns verdient denn so viel Geld? 6300 Euro, also ohne Familie, als Single. 6300 Euro, erst ab dann steigen bei uns die Steuern. Das heißt, wir sind eine Steuersenkungspartei. Ihre Steuern wollen wir senken und da oben, wo seit Jahren keine Steuern mehr geholt werden, da wollen wir ran. So, und trotzdem stellt sich der Söder dahin und erzählt, wenn die Linken kommen, dann gehen die Steuern rauf. Warum macht er das? Kennt er unser Steuerkonzept nicht? Doch, der kennt unser Steuerkonzept. Und wenn er das nicht selber kennt, dann hat der Mitarbeiter, die das Konzept kennen. Der weiß genau, dass wir die Steuern senken wollen. Dem geht das aber gar nicht um ihre Steuern. Dem geht das um die Steuern für die Reichen. Die will er verhindern. Das meinen wir, wenn wir sagen, er ist ein Komplize dieser Reichen. Und dann gibt es nämlich einen Trick. Er macht die Interessen der Milliardäre zu ihren Interessen. Als wären das ihre Interessen die gleichen wie die Interessen der Milliardäre. Und das ist natürlich Unfug. Und solche Tricks muss man durchschauen. Und diesen Trick möchte ich an einem anderen Beispiel mal erklären, was die da eigentlich machen. Und zwar am Beispiel der Stahlindustrie.
Die Stahlindustrie ist für Duisburg von zentraler Bedeutung. In Duisburg, allein bei ThyssenKrupp, sind 17.000 Menschen im Stahlbereich beschäftigt. 17.000 Menschen. Und an jedem von diesen Arbeitsplätzen hängen 6,5 weitere Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben, in Dienstleistungen, in Fremdfirmen, alles, was da so dranhängt. Da sind Zehntausende von Arbeitsplätzen, die an der Stahlindustrie hängen. Und da oben drauf kommen noch weitere Arbeitsplätze, weil die Leute kommen hier in die Innenstadt, die gehen hier Pizza essen, die gehen hier zum Friseur und so weiter und so fort. Das sind alles Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und jetzt wackelt die Stahlindustrie. Und als Linke sagen wir ganz klar, wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen, Punkt eins. Und zweitens, wir müssen die Stahlindustrie ökologisch umbauen. Und da sind die technologischen Notwendigkeiten, die sind vorhanden. Es gibt diese Technologie. Man kann CO2-frei produzieren, es ist möglich, aber dann muss man richtig viel Geld investieren. Und da sagen wir als Linke, da muss der Staat ran. Wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Wir müssen um jeden Arbeitsplatz kämpfen und die Industrie umbauen. Aber wenn da diese Milliardenbeträge fließen und nach unserer Rechnung fließt da mehr Geld, als ThyssenKrupp überhaupt noch an der Börse wert ist, ja, dann muss der Konzern auch in öffentliches Eigentum gehen. Das ist doch vollkommen logisch. Wir sollen doch nicht 11, 12, 13 Milliarden fließen, damit die Aktionäre sich die Taschen vollstopfen. Das ist doch Wahnsinn, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür haben wir ein Konzept vorgelegt, nämlich eine Industriestiftung. Wir haben erklärt, wie man das machen kann, wie das funktionieren kann. Es ist auch noch obendrauf demokratischer, wirtschaftsdemokratischer, weil die Beschäftigten, weil ihre Gewerkschaften, Interessensvertreter, weil die alle mit am Tisch sitzen. Es ist auch noch demokratisch und das ist einfach richtig. So, und dann kommt man immer wieder in eine Situation, wo man dann gefragt wird, ja, Herr Laie, wollen Sie denn jetzt die Stahlindustrie enteignen? Also eigentlich ist das eine Vergesellschaftung, aber ich möchte nicht mit Details langweilen. Auf jeden Fall zittert dann bei dem einen oder anderen Journalisten so ein bisschen die Unterlippe, Herr Laie, wollen Sie enteignen? Und dann gucken Sie uns mit großen Augen, Herr Laie, wollen Sie die Stahlindustrie enteignen? Und so weiter und so fort. Man hat das Gefühl, man hätte etwas ganz Fürchterliches gefordert, eine Enteignung. Und da müssen Sie mal eine Sache wissen, Enteignungen sind in unserer Gesellschaft gar nichts Ungewöhnliches. Wir werden ständig enteignet. Enteignungen passieren jeden Tag. 40% der arbeitenden Bevölkerung haben bis vor kurzem Reallohnverluste gehabt. Reallohnverluste, das ist eine Enteignung. Das waren mal unsere Löhne. Und dann wurden die Renten gesenkt. Und zwar ziemlich massiv. Und wenn die Renten gesenkt wurden, das ist dann eine Enteignung. Das waren doch mal unsere Renten. Und wenn unsere Schulen kaputt gespart werden, dann ist das eine Enteignung. Das sind doch unsere Schulen. Und wenn RWE, der Energiekonzern, Dörfer abbaggern will, dann enteignen die da die Hausbesitzer. Das sind alles Enteignungen. Aber da regen die sich nicht drüber auf. Die regen sich erst darüber auf, wenn man das mit einem Konzern machen will. Da kriegen die ganz feuchte Hände und dann werden die ganz nervös. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, die herrschenden Gedanken einer Zeit sind die Gedanken der herrschenden Klasse. Und man müsste eigentlich sagen, die Sorgen einer Zeit sind die Sorgen der herrschenden Klasse. Und so ist das auch hier. Enteignen Sie uns bei den Löhnen, enteignen Sie uns bei den Renten, enteignen Sie uns bei den Schulen, aber bitte enteignen Sie mich nicht bei meinem Konzern. Das macht doch keinen Sinn, diese Debatte. Wer von Ihnen hat denn einen Konzern zu Hause? Wir müssen diese Debatte vom Kopf auf die Füße stellen und über unsere eigenen Interessen reden und nicht über die Interessen der Milliardäre. Die können sich selber darum kümmern. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich komme langsam zum Schluss. Es gibt ein Prinzip, oben gegen unten. Und dieses Prinzip zieht sich durch ganz, ganz viele politische Fragen. Und die anderen Parteien, die wollen da nicht drüber reden. Die wollen einfach nicht darüber reden. Aber wir sind heute hier und wir reden über diese Geschichte. Und oben gegen unten, das ist ein Kernprinzip in der Arbeitsmarktpolitik, in der Sozialpolitik, in der Klimapolitik, in der Rentenpolitik, in der Außenpolitik. Immer wieder geht es um oben gegen unten, oben gegen unten. Gucken Sie sich das an, schauen Sie genau hin. So, und in diesem Sinne möchte ich jetzt noch eine Wahlempfehlung aussprechen. Ich mache es spannend bis zum Ende, damit Sie wissen, für welche Partei ich gleich werbe. Also gleich kommt eine Wahlempfehlung. So, Punkt 1. Und ich möchte diese Wahlempfehlung begründen. Punkt 1. Wenn sich die ganze CDU einig ist, nach 16 Jahren Merkel darf eine Sache nicht passieren, sonst sind die ja relativ entspannt, aber eine Sache darf nicht passieren, eine Regierungsbeteiligung der Linken.
dann sollten Sie, bevor Sie, wenn Sie noch nie eine Zeitung geguckt haben und noch nie ein Wahlprogramm, nehmen Sie das doch mal zum Anlass und gucken Sie sich unser Programm an. Könnte ja mal ein Grund sein, dass es besser wird. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben darüber gesprochen, dass seit Jahren die Regierung Politik für die Reichen macht. Egal, wer dort im Bundestag sitzt. Und da möchte ich Ihnen noch eine Information mitgeben. Es gibt eine einzige Partei im Bundestag, die keine Spenden von Unternehmen annimmt. Es gibt nur eine Partei, die keinen Cent annimmt von den Konzernen, keinen Cent annimmt von den Banken, keinen Cent annimmt von den Versicherungskonzernen. Und das ist die Linken. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt. Wenn die Reichen Komplizen in der Politik haben, dann brauchen Sie auch Komplizen in der Politik. Gucken Sie sich unser Programm an, gucken Sie sich an, wofür wir stehen, prüfen Sie das auf Herz und Nieren und fragen sich, ob wir für Sie Politik machen. Sprechen Sie uns an, wir stehen heute hier, kommen Sie zu uns und dann bitte wählen Sie am 26. mit allen Stimmen die Linke. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein in Duisburg, um hier den Wahlkampf zu unterstützen. Und ich möchte natürlich vor allem euch und Ihnen unsere großartigen Direktkandidaten ans Herz legen, nämlich Christian Laie, den langjährigen Landesvorsitzenden der Linken in Nordrhein-Westfalen, der sich engagiert für gute Arbeit, für soziale Gerechtigkeit. Und ich werbe sehr dafür, gebt Christian Laie und der Linken in Duisburg ein gutes Ergebnis. Und ich werbe auch für unseren zweiten Direktkandidaten, für Mirce Edes. Er ist Betriebsrat in einem Stahlunternehmen. Das heißt, der Mirce kämpft tagtäglich für die Beschäftigten und für ihre Interessen, für gute Arbeit und gute Löhne. Und deswegen haben wir auch mit ihm hier einen großartigen Kandidaten. Und ich werbe sehr dafür, gebt am 26.09. der Linken in Duisburg die Stimme, sorgt für ein gutes Ergebnis für die Direktkandidaten und vor allem dafür, dass die Linke stark vertreten ist im nächsten Deutschen Bundestag. Weil es so wichtig ist, dass die Menschen eine Stimme bekommen, die viel zu wenig gehört werden. Wir stehen vor einem historischen Linksrutsch, sagt Markus Söder. Und es ist ja ganz schön, so mit anzusehen, wie man in der Union offensichtlich immer mehr in Panik gerät, die Fälle wegschwimmen sieht und jetzt davor warnt, dass es doch ein Linksbündnis geben könnte und das doch dann eine völlige Veränderung der Gesellschaft mit sich bringen würde. Und wir sagen, ja, wir brauchen eine Veränderung der Gesellschaft. Es muss endlich Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit, weil wir handeln müssen, und zwar jetzt. Wir können uns nicht leisten, weitere 4 Jahre Stillstand beim Thema Klimaschutz. Dann können wir die Klimaschutzziele nicht mehr erreichen. Wir können auch nicht zulassen, dass weitere 4 Jahre die Spaltung zwischen Arm und Reich weitergeht, dass Menschen aus den Innenstädten verdrängt werden, weil sie sich die Mieten nicht leisten können. Wir brauchen einen Politikwechsel und dafür steht die Linke. Und ich finde, dass SPD und Grüne sich überlegen müssen, wie ernst sie eigentlich ihr eigenes Programm nehmen. Weil wenn es der SPD ernst ist, mit dem, was sie gerade auf ihre Plakate schreibt, höherer gesetzlicher Mindestlohn, Vermögensteuer, gute Arbeit, ja wie um alles in der Welt will die SPD das denn mit FDP und Union durchsetzen? Das geht doch überhaupt nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Oder die Grünen, wenn die es ernst meinen mit Klimaschutz, ja, wie soll denn das gehen mit Laschet oder Lindner, die seit Jahren den Klimaschutz blockieren? Das wird nicht gehen, das geht nur mit einer starken Linke. Und dann müssen sich SPD und Grüne überlegen, ob die Distanz und die Differenzen zur Union und FDP wirklich leichter zu überbrücken sind als zur Linken. Und die Linke, wir sind die Partei der Gerechtigkeit, die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen nicht, dass einige immer reicher und andere immer ärmer werden. Und gerade die Corona-Krise
hat die soziale Spaltung in diesem Land noch verstärkt. Einige wenige wurden reicher, zum Beispiel Unions-Bundestagsabgeordnete, die sich mit Maskendienst bereichert haben. Und viele andere sorgen sich um ihre Existenz. Die Gastronomie, die Leute, die in der Kultur arbeiten oder in der Veranstaltungsbranche. Viele Menschen, die ihre Ersparnisse haben, aufbrauchen müssen, um irgendwie auch nur ihre Miete zahlen zu können. Und was haben wir? Warme Worte gehört und Applaus für die sogenannten Systemrelevanten, für die Leute, die den Laden am Laufen halten, darunter übrigens sehr viele Frauen. Und was ist danach passiert? Nichts. Gar nichts. Die reichsten Männer in diesem Land sind die Besitzer von Lebensmittelkonzernen. Die haben Milliarden gescheffelt und die speisen die Kassiererinnen oft mit Niedriglöhnen und befristeter Beschäftigung ab. Und das wollen wir beenden. Wir wollen gute Arbeit und sichere Arbeit für die Menschen. Und deshalb gesetzlicher Mindestlohn rauf auf 13 Euro. Das ist das Mindeste. Niemand sollte für weniger als 13 Euro die Stunde arbeiten müssen. Schluss mit der sachgrundlosen Befristung, damit, dass Menschen sich von einem Vertrag zum nächsten hangeln, ohne jede Sicherheit. Das steht sogar im Koalitionsvertrag drin, dass man das abschaffen will. Und man hat es nicht getan. Wir brauchen sichere Arbeit und nicht prekäre Beschäftigung. Dafür steht die Linke und dafür kämpfen wir. Starke Tarifverträge. Wir wollen den Niedriglohnsektor zurückdrängen. Wir wollen ihn bekämpfen, weil wir nicht wollen, dass Arbeit weniger wert ist als Dreck. Nein, Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. Und die dürfen nicht am Ende des Monats zum Amt gehen müssen, um aufzustocken. Wir wollen nicht, dass Busfahrerinnen und Busfahrer Wohngeld beantragen müssen, weil sie ihre Miete nicht zahlen können. Und dass es Menschen gibt, die zwei oder drei Jobs haben, weil einer nicht reicht. Nein. Wir wollen nicht, dass die alleinerziehende Mutter ihrem Kind sagen muss, dass es nicht zum Kindergeburtstag gehen kann, weil sie sich das Geburtstagsgeschenk nicht leisten kann und sich schämt, es zuzugeben. Wir wollen nicht, dass Kinder in Armut aufwachsen. Und das ist ja auch gerade hier in dieser Region ein großes Thema. Wir wollen nicht, dass alleinerziehende Verkäuferinnen sich schämen für ihre Arbeit. Nein, nicht die Frau muss sich schämen, ihr Arbeitgeber muss sich dafür schämen, dass er sich so schäbig bezahlt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen das Hartz-IV-System überwinden, weil es darf doch nicht sein, dass Menschen mit Sanktionen und Repressionen bedroht werden. Nein, das Existenzminimum, das darf man nicht wegkürzen. Niemanden. Und Hartz IV hat vielen Menschen nicht nur das Geld genommen, sondern auch die Würde. Wir wollen eine Mindestsicherung, die vor Armut schützt. Und wir wollen endlich die Kindergrundsicherung einführen, damit kein Kind in diesem reichen Land in Armut aufwächst. Corona, die Corona-Krise hat die Missstände, die es schon vorher in dieser Gesellschaft gab, noch deutlicher zutage treten lassen. Und das haben wir vor allem auch gesehen in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen. Seit Jahren sagen die Pflegekräfte, wir haben einen Pflegenotstand. Wir haben zu wenig Personal und wir sind überlastet. Und man muss ja sagen, man kann in diesem Land mit Pflege richtig viel Geld verdienen, vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Aber wenn man ein privater Krankenhauskonzern ist, oder ein privater Pflegekonzern, dann kann man damit zweistellige Millionenbeträge machen. Und das heißt, dass dem öffentlichen Gesundheitssystem so viel Geld entzogen wird, weil Krankenhäuser privatisiert werden und Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden. Und deshalb, es klingt so banal, aber man muss es ja immer wieder sagen, Krankenhäuser sind dazu da, Menschen gesund zu machen. Krankenhäuser sollen keine Profite abwerfen und Aktionäre mit Dividenden beschützen. Wir wollen Krankenhäuser in der öffentlichen Hand. Und wir wollen eine Entlastung für die Pflegekräfte. Weil jeder von euch, der schon mal im Krankenhaus war, der weiß doch, dass Worte des Trosts und Worte des Zuspruchs
von ausgeruhten Pflegekräften, die Zeit haben, die oft genauso wichtig sind wie eine Spritze, auch wenn es keine Fallpauschale gibt, über die das abgerechnet werden kann. Und deshalb Schluss mit dem Fallpauschalensystem, Schluss mit der Privatisierung von Krankenhäusern. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung in der öffentlichen Hand und keine Zweiklassenmedizin, weil Gesundheit keine Ware ist, sondern ein Grundrecht. Und wisst ihr, ich habe letzte Woche war ich in Kiel und da habe ich mit einer Pflegekraft gesprochen, die gerade in Rente gegangen ist. Und die hat mir gesagt, weißt du was, ich habe 45 Jahre lang habe ich in der Altenpflege gearbeitet. Im Schichtdienst, im Nachtdienst. Ich habe alles getan, um älteren Menschen ja, ein gutes Leben zu ermöglichen und sie bestmöglich zu pflegen. 45 Jahre lang. Und dann sagte sie, und weißt du was? Nach 45 Jahren in der Pflege könnte ich mir von meiner Rente keinen Platz in einer Pflegeeinrichtung leisten. Und das sagt so viel aus. Und das ist so ein Skandal, wie in dieser Gesellschaft umgegangen wird. Mit Pflegekräften, mit Hebammen, mit Erzieherinnen und Erziehern, mit Menschen, die im Sozial- und Gesundheitsbereich tätig sind. Und diese Menschen müssen endlich das bekommen, was sie verdienen. Gute Arbeitsbedingungen, Entlastung und auch mehr Gehalt, weil ihre Arbeit so entscheidend wichtig ist. Und dann hat man den Leuten gesagt, alles großartig, ihr habt den Laden am Laufen gehalten, die Busfahrer und Busfahrer, die Paketboten, Lieferanten, ja, die hat man alle gelobt. Und was macht man als nächstes? Man redet über die Rente ab 69 oder sogar ab 70. Und das ist doch ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und die natürlich nicht bis 69 arbeiten können. Die können auch nicht bis 67 arbeiten. In den meisten Fällen können die nicht bis 65 arbeiten, weil sie es einfach körperlich nicht schaffen, weil ihre Arbeit an vielen Stellen eben krank macht. Und deshalb sagen wir, mehr als alle warmen Worte würde helfen, die Rente ab 67 zurückzunehmen, weil die Pflegekraft kann nicht bis 67 arbeiten und die Erzieherin auch nicht und die Menschen auf dem Bau auch nicht. Und deswegen Rücknahme der Rente ab 67, weil die Menschen sonst mit hohen Abschlägen in die Rente gehen. Und die können auch nicht privat vorsorgen. Wer soll denn die alleinerziehende Verkäuferin, wie soll die denn privat fürs Alter vorsorgen? Das kann sie nicht. Die ist froh, wenn sie ihre Miete noch einigermaßen bezahlen kann. Und deshalb, es sind doch gerade die Frauen, die bedroht sind von Altersarmut, weil sie viel zu wenig verdienen. Und wir brauchen endlich eine Rente, die vor Armut schützt und nicht nur vor Armut schützt, sondern die ein gutes Leben im Alter ermöglicht. Weil wir wollen, dass alle Menschen in Würde leben können nach Ende ihres Erwerbslebens. Und deshalb brauchen wir endlich eine Rente für alle und eine solidarische Mindestrente. Eine der großen Fragen und eine der großen Probleme in vielen Städten, aber weit darüber hinaus, ist die Frage der steigenden Mieten. Wir erleben an vielen Stellen wirklich eine Explosion der Mieten. Und immer mehr Menschen haben Probleme, überhaupt in den Innenstädten eine Wohnung zu finden. Und was macht diese Bundesregierung? Sie hat das Problem noch vergrößert. Alle 12 Minuten geht in diesem Land eine Sozialwohnung verloren. Alle 12 Minuten. Und das, wo so viele Sozialwohnungen in diesem Land fehlen. Und dieser furchtbare Innenminister Seehofer, der ja auch noch Bauminister ist, was war sein wichtigstes Projekt als Bauminister in dieser Wahlperiode? Es war das Baukindergeld. Damit hat er gesagt, soll man Wohneigentum fördern. Und dafür hat Horst Seehofer 4-mal so viel ausgegeben wie für Sozialwohnungen. Und das ist doch zynisch. Wenn man einer Mieterin hier in Duisburg sagt, wie, du kannst dir deine Miete nicht mehr leisten, ja, dann kauf dir doch ein Haus. Nach dem Motto. Nein, die Verkäuferin
oder die Busfahrerin, die werden sich kein Wohneigentum leisten können. Auch nicht mit Förderung. Es ist eine Politik, die völlig an dem Problem vorbeigeht. Nämlich, dass wir die Mieten in den Griff kriegen müssen, dass wir die Mieten deckeln müssen. Und deswegen sagen wir jetzt erst recht, wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel, weil wir wollen Mieterinnen und Mieter schützen vor Verdrängung. Wir wollen die öffentlichen Wohnungsgesellschaften endlich stärken. Und ich freue mich, dass in Berlin über 300.000 Menschen unterschrieben haben für die Kampagne Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. enteignen. Und nur weil da ja die CDU so getan hat, als wollte man hier irgendwelche Einfamilienhäuschen, ne, und das lang zusammengesparte Haus enteignen. Nein, wenn man nicht mindestens 3.000 Wohnungen besitzt, dann ist man davon überhaupt nicht betroffen. Und was Vonovia macht oder Deutsche Wohnen, die schaffen keinen Wohnraum. Die vernichten bezahlbaren Wohnraum, weil die kaufen Wohnungen auf und treiben die Preise in die Höhe. Und deswegen ist die Antwort auf das Wohnungsproblem nicht einfach bauen, bauen, bauen. Wir wollen auch nicht die letzte Fläche versiegeln. Wir müssen dafür sorgen, dass es aufhört, dass bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird für Immobilienkonzerne, die sich eine goldene Nase damit verdienen. Wohnen, das ist ein Menschenrecht. Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen, die sind kein Anlage- und Renditeobjekt. Und deswegen Schluss mit den Immobilienspekulationen und den Spekulationen mit Boden und Leerstand. Wir sind die Partei der Mieterinnen und Mieter. Wir nehmen keine Spenden von der Immobilienlobby und auch von den anderen nicht. Wir vertreten die Interessen der Mieterinnen und Mieter, weil jeder das Recht hat auf eine bezahlbare Wohnung. Und auch darum geht es am 26.09., dass endlich im Bereich der Wohnungspolitik eine andere Politik gemacht wird. Wir brauchen Umverteilung in diesem Land. Die soziale Kluft geht immer weiter auseinander. Unternehmen wie Amazon, die hohe Gewinne machen, die müssen doch endlich mal Steuern bezahlen in diesem Land und ihre Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlen. Und das, was ist im letzten Jahr passiert? Wir haben Unternehmen, die haben staatliche Hilfen beantragt, die haben Kurzarbeitergeld eingesteckt, die haben richtig viel Kohle kassiert und dann bauen sie gleichzeitig Arbeitsplätze ab, erhöhen die Boni für Manager und schütten Dividenden an ihre Aktionäre aus. Und dass die Bundesregierung das zugelassen hat, das zeigt auch das ganze Versagen. Man darf doch nicht zulassen, dass Unternehmen, die offensichtlich so hohe Gewinne machen, dass sie Dividenden ausschütten können, dass die Kurzarbeitergeld abgreifen und dann noch Standorte schließen und die Leute entlassen. Da hätte es eine Beschäftigungsgarantie gebraucht. Nur öffentliche Gelder gegen die Sicherung von Arbeitsplätzen. Und wenn dann gesagt wird, die Linke will ja die Vermögenssteuer einführen, das ist ja Enteignung. Dann sage ich nein. Nicht die Vermögenssteuer ist Enteignung. Die Existenz von Milliardenvermögen in diesem Land, die beruht auf Enteignung, weil da nämlich andere Menschen für gearbeitet haben. Und deshalb ist das die Enteignung der Menschen, die tagtäglich hart dafür arbeiten. Niemand kann ein Milliardenvermögen erarbeiten und das tut auch keiner. Es wird vererbt, wird an Finanzmärkten spekuliert und es arbeiten andere Leute dafür. Niemand kann das erarbeiten und deswegen ist es so notwendig, dass wir endlich eine andere Steuerpolitik machen, um mehr Geld für die öffentlichen Kassen zu haben. Und das ist gerade für die Kommunen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, so richtig wichtig. Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die so unterfinanziert sind, die kaum noch ihre Pflichtaufgaben finanzieren können. Nur durch eine andere Steuerpolitik können wir dafür sorgen, dass die Kommunen endlich wieder Geld haben, um das Schwimmbad zu finanzieren, um die Schule zu sanieren,
um die öffentliche Wohnungsgesellschaft zu stärken. Und deswegen ist das auch so dringend. Nur Erkan und ich haben gerade noch miteinander gesprochen. Wir brauchen mehr Steuereinnahmen für Investitionen, für starke Kommunen, die dafür sorgen können, dass Menschen in lebenswerten Städten und Gemeinden leben und nicht dauernd irgendwas weggekürzt wird. Weil wir diskutieren hier in einem der reichsten Länder der Welt ernsthaft darüber, Luftfilter in Schulen. Das gibt's doch nicht. Dass wir jetzt den zweiten Sommer in Folge es nicht hinkriegen, dass die Schulen mit Luftfiltern versorgt werden. Und ich sage, nein, Lüften ist kein Hygienekonzept. Wir brauchen eine gute Ausstattung der Schulen, die an vielen Stellen oft marode sind. Und deswegen brauchen wir eine Umverteilung von Steuern. Die wirklich hohe Vermögen und Einkommen haben, müssen sich an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben auch beteiligen, liebe Freundinnen und Freunde. Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass der Klimawandel nicht irgendwie ein fernes Horrorszenario ist, was irgendwann mal über uns kommt. Die Folgen des Klimawandels sind längst da. Und das mehr sehen wir, wenn wir Waldbrände erleben, Dürren, Starkregenereignisse und Überschwemmungen, wie wir es ja auch hier in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Und das zeigt doch, welche Dramatik das hat, dass es die Existenz von Menschen vernichtet. Der Klimawandel gefährdet Menschenleben und zerstört ganze Landstriche. Und deshalb, teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Wir müssen jetzt entschieden dagegen steuern. Und da reicht es nicht, hier ein bisschen Freiwilligkeit oder dort mal einen Appell loszuwerden. Nein, wer das Klima schützen will, der muss bereit sein, sich mit den Konzernen auch anzulegen, mit der Automobilindustrie, mit den Energiekonzernen und deutlich zu machen, es geht darum, ob wir einen lebenswerten Planeten erhalten für unsere Kinder und Kindeskinder. Und das sind wir ihnen schuldig. Wir brauchen die Energiewende. Ja, wir müssen früher raus aus der Kohle. Und vor allem brauchen wir eine Verkehrswende. Wir wollen Deutschland zum Bahnland machen. Bus und Bahn in jedes Dorf. Und das wäre gut fürs Klima. Das wäre aber auch die Mobilität für alle. Weil es gibt so viele Menschen, auch im ländlichen Raum, die noch nicht Auto fahren dürfen. Oder vielleicht nicht mehr Auto fahren können, weil sie ja zu alt sind. Die sind doch völlig abgehängt. Seit der Bahnreform 94 sind über 6000 Kilometer Schiene stillgelegt worden. Hunderte von Bahnhöfen, ja ganze Ortschaften wurden abgehängt vom Bahnverkehr. Lasst uns Strecken reaktivieren. Endlich mehr Geld für die Schiene ausgeben. Deutschland zum Bahnland machen, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, umzusteigen, liebe Freundinnen und Freunde. Weil das ist doch das Entscheidende. Die Pflegekraft, die im ländlichen Raum wohnt, weil sie sich vielleicht auch in der Stadt die Miete gar nicht mehr leisten kann. Und die morgens mit dem Auto zur Arbeit muss und da fährt kein Bus und keine Bahn. Da kann der Benzinpreis auch 40 oder 50 Cent teurer werden. Die Frau wird morgens ins Auto steigen. Was soll sie denn sonst tun? Sie wird halt woanders sparen. Und deswegen ist doch das Wichtige, dass wir Alternativen schaffen und sagen, ja, unser Motto hier gerade in den Städten ist, freie Fahrt für freie Bürger. Und damit meinen wir nicht wie die FDP die Lizenz zum Rasen, sondern mit freie Fahrt für freie Bürger meinen wir den Nulltarif. Wir wollen, dass alle Menschen den ÖPNV nutzen können. Und das ist unsere Vision und deswegen unterstützen wir ja auch Fridays for Future und Ende Gelände und alle die Protestbewegungen, die sagen, wir müssen jetzt entschieden handeln. Und dass die Linke sagt, ist, wir brauchen nicht nur einen ökologischen Umbau, wir brauchen auch einen sozial-ökologischen Umbau. Wir brauchen soziale Garantien. Weil ich verstehe doch all diejenigen, die in der Automobilindustrie arbeiten oder in der Stahlindustrie und die sich Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze. Ja, natürlich tun sie das. Und deswegen ist es so wichtig, politisch einzugreifen durch einen Transformationsfonds.
und durch soziale Garantien, damit diese Arbeitsplätze in der Industrie erhalten bleiben, dass sie zukunftssicher und nachhaltig umgebaut werden. Weil natürlich brauchen wir Industriearbeitsplätze in diesem Land, weil die Wertschöpfung findet nun mal nicht an den Börsen statt, sondern vielfach in den Werkhallen und Fabriken. Und deshalb sagen wir auch, lasst uns im Umbau auch die Mitbestimmungsrechte stärken. Weil ich war die Tage wieder in vielen Betrieben, in der Metallindustrie. Und da rede ich mit den Betriebsräten. Und da sagen die mir, weißt du was, wir könnten doch längst ökologisch umgebaut haben. Die Beschäftigten, die Belegschaften, die haben doch Ideen. Die bauen alle seit Jahren und Jahrzehnten Maschinen, die entwickeln sie. Und die machen die ganze Zeit Vorschläge, wie man es ökologisch anders machen könnte. Aber das Problem ist doch, dass viele Unternehmen gar kein Interesse daran haben. Dass viele auch Traditionsbetriebe aufgekauft wurden durch irgendwelchen internationalen Konsortien, die es überhaupt nicht interessiert, ob die Arbeitsplätze in der Region erhalten werden. Die auch genau wissen, dass man das nicht mehr 50 Jahre weiter so machen kann. Aber die jetzt den letzten Profit noch rauspressen wollen und ihnen völlig egal ist, was danach aus den Arbeitsplätzen wird. Und deshalb darf doch Politik nicht wegschauen, wenn es darum geht, dass ganze Landstriche, dass es industriepolitische Verwüstung geben und Industriearbeitsplätze wegfallen. Wir brauchen eine politische Flankierung, soziale Garantien und einen sozialökologischen Umbau. Und das sage ich auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo ihr so viel Erfahrung habt mit Strukturwandel und wo man auch die Erfahrung gemacht hat, dass wenn es keine sozialen Garantien gibt, dass dann Menschen hinten runterfallen. Nein, wir wollen nicht, dass für den Klimaschutz die zahlen, die sowieso schon kaum was haben. Die Profiteure müssen zur Kasse gebeten werden und deswegen sozialer und ökologischer Umbau, das geht nur zusammen und dafür stehen wir als Linke. Ich will noch ein weiteres Thema ansprechen, was, glaube ich, auch gerade viele bewegt. Und das ist die furchtbaren Bilder aus Afghanistan, die wir gesehen haben vom Flughafen in Kabul. Und ich finde, nach 20 Jahren Einsatz der NATO-Truppen, nach 20 Jahren Einsatz der Bundeswehr, muss man sagen, es ist ein Desaster. Es ist ein Desaster, das dort angerichtet wurde. Vor 20 Jahren wurde dieser Krieg beschlossen. 20 Jahre lang gab es diesen Militäreinsatz. 12,5 Milliarden Euro hat alleine der Einsatz der Bundeswehr gekostet. Zehntausende zivile Tote. Und Afghanistan ist heute nicht sicherer und nicht friedlicher. Ganz im Gegenteil, die Taliban sind zurück und es ist zu befürchten, dass sie stärker sind als je zuvor. Weil sie jetzt vermutlich auf eine Armee zurückgreifen können, die 20 Jahre lang vom Westen aufgerüstet und ausgebildet wurde. Und die Linke war immer gegen diesen Krieg. Wir haben immer im Bundestag gegen das Afghanistan-Mandat gestimmt, weil wir gesagt haben, es geht nicht um Menschenrechte, es geht nicht um Frauenrechte, es geht im Krieg nie um Menschenrechte. Und Bomben schaffen niemals Frieden und Stabilität und Sicherheit. Niemals. Wir wollen eine Veränderung der Außenpolitik. Und wisst ihr was, ich bin es wirklich leid, mir seit Jahren anzuhören, die Linke sei nicht regierungsfähig, weil wir gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr wären. Wir erleben gerade das Ende dieses Einsatzes. Wir stehen in Mali vor dem nächsten Desaster. Und ich finde, dass die Parteien, die das beschlossen haben, die sollten doch endlich mal ihre außenpolitischen Positionen überdenken und die sollten sich doch überlegen, welche Fehler gemacht wurden, statt von uns zu verlangen, uns zu etwas zu bekennen, was gerade gescheitert ist, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben immer davor gewarnt und deshalb, jetzt geht es darum, so viel wie möglich Menschen aus Afghanistan rauszukriegen. Und auch da hat die Bundesregierung doch die Menschen im Stich gelassen, wenn Ortskräften erzählt wird, ja, ihr könnt ausfliegen, aber eure Söhne bleiben da. Wenn Menschen gesagt wird, ja, ihr habt zwar für die Bundeswehr gearbeitet, aber das war vor dem Stichtag. Als ob sich die Taliban für irgendwelche Stichtage organisieren, jetzt bei ihren Rachefeldzügen.
Oder Menschen gesagt wurde, ja, ihr habt halt für die Regierung gearbeitet, für die Bundesregierung, aber nicht direkt, da war noch irgendein Subunternehmen dazwischen. Es ist schäbig. Es ist so schäbig, wie man die Menschen dort im Stich gelassen hat. Die Linke hat im Juni beantragt, dass die Ortskräfte rausgeholt werden müssen und die Menschen, die gefährdet sind. Linke und Grüne haben im Juni dafür gestimmt, die Große Koalition hat abgelehnt. Und deshalb muss es jetzt darum gehen, so viel wie möglich Menschen auch nach Ende der militärischen Luftbrücke daraus zu holen. Europa hat viel Erfahrung damit, Flüchtlingsabkommen zu machen, um Flüchtlinge daran zu hindern, irgendwo hinzureisen. Jetzt muss man alles dafür in Bewegung setzen, dass die Menschen, die dort in Lebensgefahr sind, evakuiert werden, dass sie gerettet werden. Das ist man den Menschen schuldig und das ist das Mindeste nach 20 Jahren dieses Krieges. Aber natürlich müssen wir Außenpolitik verändern. Und da geht es darum, dass wir die Militäreinsätze stoppen. Und es geht darum, dass wir endlich abrüsten statt aufrüsten. Diese Bundesregierung hat seit 2014 um 35% die Rüstungsausgaben erhöht. Allein letztes Jahr im Corona-Jahr um 8%. Nein, Aufrüstung schafft keine friedlichere Welt. Wir müssen abrüsten statt aufrüsten. Und wenn Deutschland einen Beitrag leisten will zu Frieden in der Welt und zu Sicherheit, ja, könnten wir dann vielleicht mal aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern und Diktatoren mit Waffen zu bestücken. Nach Pakistan, nach Katar, nach Ägypten, ja, in die Türkei, wo Erdogan Krieg führt gegen die Kurden, die Opposition unterdrückt. In all diese Länder werden Waffen geliefert. Damit muss doch Schluss sein. Schluss damit mit dem Geschäft am Krieg. Wir wollen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Und Frieden schafft man nur, indem wir die Entwicklungszusammenarbeit stärken, indem wir aufhören, arme Länder auszubeuten und Konflikte zu schüren. Ja, wir brauchen ein Umdenken in der Außenpolitik. Und das heißt zivile Lösungen, das heißt abrüsten. Und dafür steht die Linke als konsequente Friedenspartei. Und wir haben in Jahren, jahrelang haben wir dafür gekämpft, dass es einen Abschiebestopp gibt nach Afghanistan. Diese Bundesregierung hat vor 3 Wochen noch Leute abgeschoben. Und dieser furchtbare Innenminister hat sich noch gefreut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden. Was für ein Zynismus. Alleine deshalb muss der Mann schon weg. Wir müssen doch jetzt den vielen Afghanen und Afghanen, die in Deutschland leben, die keine Bleibeperspektive haben. Ich habe das immer wieder gehört, dass die Afghanen und Afghanen nicht mal zum Deutschkurs dürfen, weil ihre Bleibeperspektive so schlecht ist. Die Menschen brauchen doch jetzt eine Perspektive. Und die brauchen jetzt einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Und ich will noch sagen, vergessen wir auch die nicht, die an den Außengrenzen der Europäischen Union in den geflüchteten Lagern festsitzen. Ich war im Mai, war ich auf Lesbos gewesen. Ich war im Lager Moria. Ich habe dort mit Menschen gesprochen aus Afghanistan, aus vielen anderen Ländern, die dort seit Jahren sitzen und die nicht wissen, wie es weitergeht. Ohne fließendes Wasser, ohne Strom, im Zelten, im Winter, in der Kälte, im Sommer, in der Hitze. Ich habe Kinder gesehen, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Spielplatz gesehen haben, die noch nie in der Schule waren, die überhaupt keine Perspektive haben. Und es gibt in Deutschland 250 Städte und Gemeinden, die gesagt haben, wir sind sicherer Hafen, wir wollen Geflüchtete aufnehmen, wir haben Platz. Und der Innenminister, die Bundesregierung, blockiert das. Das wollen wir ändern und auch das sollte ein Grund sein, am 26.09. einen Politikwechsel herbeizuführen. Solidarität ist für uns unteilbar. Es endet nicht an den Außengrenzen Europas oder an den Außengrenzen Deutschlands. Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt und in Würde leben können. Und die Linke ist natürlich auch die laute Stimme gegen rechts, eine laute Stimme gegen Rassismus, gegen die alten und die neuen Nazis in den Parlamenten und außerhalb. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft,
ihrer Hautfarbe, ihrer Religion diskriminiert werden und als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Die Gefahr von rechts wächst. Wir haben die Anschläge erlebt in Halle, den Mord an Walter Lübcke, in Hanau, die Morde des NSU. Die Gefahr von rechts wächst. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir solidarisch sind mit allen Menschen, die betroffen sind von Rassismus, von Antisemitismus, von Muslimhass, von allen Formen der Menschenfeindlichkeit. Wir müssen solidarisch an deren Seite stehen. Und wer Rechtsaußen bekämpfen will, der muss über den alltäglichen, über den strukturellen Rassismus reden. Wenn Menschen immer wieder in anlasslose Polizeikontrollen geraten, weil sie aufgrund ihrer vermuteten Herkunft, wenn Menschen, die keinen typisch deutschen Namen haben, schlechtere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche haben, dann dürfen wir das nicht hinnehmen. Und die Linke streitet für eine Gesellschaft, in der alle gleiche Rechte haben. Wisst ihr, ich habe immer wieder von Menschen gehört, die gesagt haben, ich komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie, aus einer armen Familie. Oder ich komme aus der Geschichte mit Migrationshintergrund. Und die mir gesagt haben, aber ich konnte trotzdem studieren, weil ich Glück hatte. Glück. Weil sie gesagt haben, ich habe irgendwann mal eine Lehrerin oder Lehrer getroffen, die gesagt hat, hey, du hast Potenzial. Wir fördern dich. Und da denke ich mir immer, was sagt das über unser Bildungssystem aus? Wir haben ein Schulsystem, das die unterschiedlichen Startchancen nicht kompensiert, sondern sie zementiert. Wo Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationsgeschichte und Kinder mit Behinderungen systematisch benachteiligt sind. Und deshalb sagen wir, längeres gemeinsames Lernen. Jedes Kind muss unabhängig von seiner Herkunft beste Chancen auf Bildung haben, besten Zugang zu Bildung, und niemand darf davon ausgeschlossen sein. Und Glück darf doch kein Faktor sein in einem Bildungssystem. Es darf doch kein Kind darauf angewiesen sein, ob es Glück hat. Nein, wir wollen ein Top-Bildungssystem. Wir wollen nicht zulassen, dass Kinder den größten Teil ihres Lebens in völlig maroden, heruntergekommenen Schulgebäuden verbringen, sondern gut ausgestattete Schulen mit mehr Lehrkräften, mit kleinen Klassen und bestmögliche Förderung für jedes Kind. Und das ist nicht zu viel verlangt in einem der reichsten Länder dieser Welt. Und deswegen, um zum Schluss zu kommen, es sind noch 22 Tage. Es sind noch 22 Tage bis zur Bundestagswahl. Und wir sehen ja, da ist viel Bewegung drin in den Umfragen. Nur ist es so, dass ja viele Forderungen der Linken eigentlich von einer breiten Mehrheit geteilt werden. Ob das der gesetzliche Mindestlohn ist, die Erhöhung, oder höhere Renten oder auch die Vermögenssteuer, habe ich gerade gesehen, finden sogar die FDP-Anhänger mehrheitlich ganz gut. Jetzt ist das Problem, dass die Linke oft dort am stärksten ist, wo die Wahlbeteiligung am schwächsten ist. In den reichen Stadtteilen, da gehen immer sehr viele Leute zur Wahl. In den ärmeren Stadtteilen ist das leider nicht immer so. Und da haben wir manchmal 25%, aber die Wahlbeteiligung liegt halt auch nur bei 30%. Und deshalb will ich euch und Sie alle bitten, in den nächsten 22 Tagen mit euren Freundinnen und Freunden, mit euren Nachbarn und Nachbarn, mit Arbeitskollegen zu sprechen und dafür zu werben, zur Wahl zu gehen und die Linke zu wählen. Weil ich nehme immer wieder wahr, dass viele Menschen die Hoffnung auf Veränderung verloren haben, dass sie resignieren, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie denken, ich kann doch machen, was ich will, in diesem Land verändert sich doch nichts. Und ich finde, dass gerade angesichts dieser vielen Krisen, die wir erleben, der Klimakrise, der sozialen Krise, der Corona-Krise, der Gefahr von rechts, brauchen wir doch sowas wie einen Pol der Hoffnung von links. Eine Kraft, die Solidarität und Gerechtigkeit ganz nach vorne stellt, statt Ellbogen und Vereinzelung. Und eine solche Partei ist die Linke, will die Linke sein. Und deshalb will ich euch auch einladen, wenn ihr noch nicht
du hältst es gerade hoch. Ich habe vorhin ja was zu Hartz IV gesagt und gesagt, dass Hartz IV unterwunden werden muss, weil es unmenschlich ist und weil es die Menschen in die Armut bringt. Von daher habe ich das Thema nicht vergessen. Und ich finde, die Linke darf das Thema Hartz IV nicht vergessen. Das ist kein Thema der Vergangenheit. Menschen leiden auch heute noch unter den Sanktionen und den viel zu niedrigen Hartz IV-Regelsätzen. Deshalb Kindergrundsicherung und Mindestsicherung, hatte ich vorhin gesagt. Und deshalb will ich die, die vielleicht jetzt hier stehen und noch nicht bei der Linken sind, zumindest mal einladen, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob es nicht gut wäre, mitzumachen, einzutreten bei der Linken. Ich bin mir ganz sicher, wir haben hier in Duisburg noch Plätze frei. Noch kann man da mitmachen, 2, 3 Plätzchen soll es noch geben. Und wirklich daran mitzuarbeiten, die Linke stärker zu machen, dazu will ich euch zumindest einladen. Ansonsten lasst uns die nächsten 22 Tage nutzen. Gehen wir an die Haustüren, gehen wir auf die Marktplätze, gehen wir auch dahin, wo andere sich nicht blicken lassen. Werben wir dafür, dass es einen Unterschied macht, ob die Linke mit 6, 7, 8 oder 10% im nächsten Bundestag ist. Weil desto stärker die Linke, desto stärker die Stimme von den Leuten, die vielfach keine Stimme haben. Darum werbe ich. Vielen Dank. Danke, Janine. Das war, glaube ich, eine super, super Rede von dir. Das muss auch mal gesagt werden. Danke nochmal an dich. Dankeschön.
Antio